Yeah, Japano-Schlampen erleben schlampige Abenteuer. Total schlampig. Japano-Schlampen. Schlampig gezeichnet, schlampig animiert, total stumpfe Anime-Scheiße. Japano-Schlampen. Folge 4. Meister Fujis Herausforderung. Schwalben über dem Fujiyama. Oh, wie anmutig sie fliegen. Ja, da hast du völlig recht, mein Junge. Wer zum Geier sind sie? Schwalben sind ein Symbol für Glück und langes Leben. Gott. Ich hab schon wieder eine getroffen. Verdammt, Wacke, warum machst du das? Ich trainiere, denn ich möchte die beste Volleyballspielerin der Welt werden. Die Beste. Dann fordere ich dich heraus. Oh mein Gott, sind sie etwa Fujimi Tetsuya Fujiyoshi Fatsumoto Kanadazo? Oder kurz Fuji? Ja, Volleyball-Weltmeister 1958. Oh, ich bin zu alt, um gegen dich zu kämpfen. Stattdessen lasse ich meine vier bildhübschen Töchter gegen dich antreten. Bildhübsche Töchter? Susi! Sissi! Susu! Kusulu! Die Fuji-Schwestern können die fast unaufhaltsame Special-Doppelangriff-Turbo-T-Rex-Attacke. Hast du gesehen, dass sie Tentakel hat? Wir müssen extrem hart kämpfen, damit wir sie besiegen können. Ich will auch gar nicht Volleyball spielen, du wolltest... Auf geht's! Japano-Schlampen! Ja! Special Doppelangriff Turbo! T-Rex-Attacke! Oh nein, sie machen die T-Rex-Attacke! Die T-Rex-Attacke! Die T-Rex-Attacke! T-Rex-Attacke! Nein! Das Japano-Schlampenteam hat das Fuzzi-Team besiegt! Euch gebührt der Meisterpokal! Den hatten sie die ganze Zeit dabei. Ich habe es endlich geschafft. Ich bin die beste Volleyballspielerin der Welt. Wie kann ich dir jemals danken? Ach. Motozu. Motozu. Wacke, ich habe dir diese Glücksschwalbe gebastelt, damit du die beste Volleyballspielerin der Welt wirst. Motozu. Wer ist Motozu? Mein Freund. Ich dachte, ich bin dein Freund. Ja, aber das bist du doch. Wir sind gute Freunde. Bis dann. Aber ich möchte eine feste Freundin. Yeah, das war's wieder von den Japano-Schlampen. Wakashimutanuma Hatsuna wollte die beste Volleyballspielerin der Welt sein. Und sie hat es auch durch die Hilfe von Meister Fujimi Tatsu Fachiyori Apuchimu und ihrem geliebten Motozu geschafft. Warum erzähle ich das überhaupt? Ihr habt das doch gerade eben erst alles gesehen.